Ein Gigant liegt am Boden. Nur wenige Tage nach Kriegsbeginn, im Februar 2022, wird das einzige jemals fertiggestellte Exemplar der Antonov 225 zerstört. Das größte Flugzeug der Welt liegt in Trümmern. Damit endet auch ein einzigartiges Kapitel in der Luftfahrtgeschichte. Diese Reportage erzählt die Geschichte der AN 225 von den Anfängen und begleitet den Giganten der Lüfte und seine Besatzung zu einem seiner größten Projekte nach Südamerika. Die Antonov 225 war das größte Flugzeug der Welt. Wenn der Pilot Schub gab, vibrierte die ganze Maschine. Die Antonov konnte enorme Lasten transportieren. Immer wieder stellte sie neue Rekorde auf. Für ihre Spezialeinsätze flogen sie und ihre Crew rund um den Globus. Aber an einer jahrzehntealten Frachtmaschine gab es auch immer etwas zu reparieren. Das beste Flugzeug braucht das beste Werkzeug. Der Spitzname des Riesenfliegers, Mia, Traum. It's a dream for, es ist ein Traum für alle Piloten, in dieser Crew zu sein. To be in crew on this plane. Der Flughafen Gostomel in der Ukraine bei Kiew war jahrzehntelang der Heimatflughafen des Giganten. Die Menschen im Land kannten und liebten den Riesenflieger. Die Antonov 225 war auch Symbol der Eigenständigkeit der Ukraine. Die Maschine war das größte Flugzeug der Welt, noch größer als der Airbus A380. Und sie war einmalig. Denn weltweit existierte tatsächlich nur ein einziges flugfähiges Exemplar. Die Ausmaße waren unvorstellbar. 84 Meter Länge, die Spannweite der Tragflächen betrug 88 Meter und mit ihren 18 Metern Höhe war sie so hoch wie ein sechsstöckiges Haus. Die AN 225 war mehr als ein Frachtflugzeug. Sie war der Schwertransporter der Lüfte. Bis zu 250 Tonnen Ladung. Dabei erreichte sie ein Startgewicht von bis zu 640 Tonnen. Und sie hatte noch eine Besonderheit. Als weltweit einziges Flugzeug hatte sie 6 Triebwerke unter ihren Tragflächen. All das klingt nach Hightech. Aber in Wirklichkeit steckte in der Maschine jahrzehntealte sowjetische Ingenieurskunst. Das Cockpit versprühte den Retro-Charme einer längst vergangenen Zeit. Gebaut wurde das Flugzeug eigentlich für nur einen einzigen Zweck. Es sollte die sowjetische Raumfähre Buran huckepack von ihrem Landeplatz zurück zum Weltraumbahnhof Baikonur nach Kasachstan transportieren. Am 21. Dezember 1988 hatte die AN 225 ihren Erstflug. 1989 stellte sie im Rahmen einer Flugerprobung 106 Gewichts-, Strecken- und Höhenweltrekorde auf. Alexandre Golunenko war leitender Testpilot, als Antonov Airlines die AN 225 entwickelt hat. Den ersten Flug wird er nie vergessen. Nach dem Flug, klar, da waren wir stolz, dass unsere Entwickler so einen Flieger gebaut haben. Der erste Flug ist so reibungslos verlaufen, dass ich dem Chefentwickler danach aus Spaß gesagt habe, wenn ihr jetzt nur noch so gute Maschinen entwickelt, dann werden wir keine Testpiloten mehr brauchen.
такие самолеты первые, то, наверное, необходимость летчиков-испытателей отпадет. Die Sowjetunion war stolz auf ihre AN-225. Das Flugzeug wurde ein Leuchtturm im bröckelnden Ostblock. Mit dem Zerfall der Sowjetunion endete auch das Raumfahrtprogramm Buran. Der fliegende Schwertransporter wurde überflüssig und eingemottet. Eine zweite Maschine befand sich gerade im Bau. Diese wurde gestoppt und die Maschine nicht mehr fertiggestellt. Im Jahr 2001 hatte Antonov Airlines die AN-225 erstmals wieder in die Luft geschickt. Nicht mehr als Raumfährentransporter, sondern als ziviles Frachtflugzeug. Seitdem kam die Maschine immer dann zum Einsatz, wenn extrem schwere Luftfracht transportiert werden musste. Zudem war ihr Innenraum auch für besonders große und sperrige Ladung geeignet. Die AN-225 basierte auf ihrem kleineren Vorgänger, der AN-124. Dieses vierstrahlige Flugzeug kann Ladungen bis zu 150 Tonnen transportieren. Erst wenn die Fracht schwerer ist, kommt die AN-225 zum Einsatz. Das größte Flugzeug der Welt schafft noch einmal 100 Tonnen Zuladung mehr. In dieser Reportage geht es nach Chile. Hier wurde die AN-225 wieder einmal gebraucht, fernab vom Heimatflughafen in der Ukraine. Die Männer von Antonov Airlines sind nach Südamerika geflogen. Für das Riesenflugzeug sollte es das größte Projekt aller Zeiten werden und für ihre letzte Besatzung eines der größten Abenteuer. Es mussten 6 sogenannte Benson-Abhitzekessel transportiert werden. Von Chile nach Bolivien. Ein Abhitzekessel wiegt allein mehr als 300 Tonnen. Das ist ein gigantisches Gewicht. Deshalb wurde jeder Abhitzekessel in 2 Teilen geliefert. Für den Transport sind also 12 Hin- und Rückflüge nötig. Dazu jeweils ein Tag B- und Entladen und all das in einem Zeitraum von gerade einmal 4 Wochen. Mitten im Dschungel von Bolivien wurden 3 Gas- und Dampfturbinenkraftwerke erweitert, ein Mammutprojekt. Hier wurden die Abhitzekessel gebraucht. Die Teile wurden aus der ganzen Welt angeliefert. Per Schiff. Auf dem Landweg. Mit dem Flugzeug. Evgen Golovnov ist zu diesem Zeitpunkt bei Antonov Airlines der Verantwortliche für diesen Transport. Als Projektleiter laufen bei ihm alle Fäden zusammen. So ein Mammutprojekt erfordert monatelange Vorbereitungen. Jetzt sollte alles ohne Probleme klappen. Sein Job scheint einfach zu sein. Aber die Zeitfenster für jeden Flug sind knapp. Es geht von Iquique im Norden Chiles bis nach Chimoré im Dschungel von Bolivien. Dazwischen liegen die Anden. Die reine Flugzeit beträgt zwar nur knapp 1,5 Stunden, aber beim Entladen muss später jeder Handgriff sitzen. Denn der Flughafen im Dschungel ist spärlich ausgestattet. Bei Dunkelheit dürfen hier keine Flugzeuge starten oder landen. Wenn das Ent- und Beladen zu lange dauert, sitzt die Antonov über Nacht fest. Deshalb ist bereits morgens um 5 Uhr Abflugzeit. So können die Männer später in Bolivien das Tageslicht voll ausnutzen. Aber am Tag zuvor muss erstmal der riesige Abhitzekessel in das Flugzeug geladen werden.
Dafür haben die Verantwortlichen wochenlang getüftelt und ein spezielles Schienensystem entworfen. Die schweren Stahlteile müssen die Männer jedoch immer wieder mühevoll von Hand auf- und wieder abbauen. Für das Beladen öffnen die Arbeiter die gigantische Bugklappe. Auch sie hat riesige Ausmaße. Ihr Durchmesser beträgt 6,5 Meter. Das Hochklappen geschieht vollautomatisch und fast ohne Geräusche. Dann wird es lauter, denn hinter der Bugklappe befindet sich die riesige Laderampe. Um die herunterzufahren, muss zuerst das Bugfahrwerk abgesenkt werden. Der Riesenflieger geht quasi in die Knie. Der Motor für das Absenken verursacht ein lautes Kreischen. Die Bedienung erfolgt mit wenigen Knopfdrücken, ähnlich wie bei der Hebebühne eines LKW. Damit das Flugzeug stabil steht, fahren die Männer als nächstes die Stützen aus. Auch wenn hier eine gewisse Routine herrscht, das 175 Tonnen schwere Flugzeug abzusenken, erfordert immer wieder allerhöchste Konzentration. Die Crew beobachtet deshalb die Bewegung des Flugzeugs ganz genau. Allen voran Lademeister Sergei Onopchenko. Eine kleine Unachtsamkeit könnte sofort einen Schaden in Millionenhöhe verursachen. Das Bugfahrwerk ist nun vollständig abgesenkt und hängt sogar leicht in der Luft. Die Antonov 225 steht jetzt nur noch auf den beiden Stützen. Nun wird die Laderampe ausgeklappt. Zum Vorschein kommt der riesige Schlund des Flugzeugs, in dem später die 150 Tonnen schwere Ladung verschwinden soll. Die Mannschaft geht langsam und behutsam vor. Damit die Rampe später das Gewicht der Fracht tragen kann, sind weitere Stützen notwendig. Die montieren die Männer von Hand, teilweise während sie unter der Rampe liegen. Lademeister Sergei Onopchenko beobachtet alles ganz genau. Stütze für Stütze wird die Laderampe stabilisiert. Millimeterarbeit unter Zeitdruck. Die Rampe steht. Jetzt müssen die Arbeiter das Schienensystem aufbauen. Die Einzelteile dafür lagern im Frachtraum des Flugzeugs. Die Elemente sind schwer. 4 Mann sind nötig, um eines der Teile an die richtige Position zu tragen. Dort werden sie miteinander verschraubt. Ein Gabelstapler bringt die nächsten großen Stahlelemente. Er hält sie so lange in der richtigen Position, bis die Stützen darunter hundertprozentig passen. Beim Verschrauben kommt es auf Präzision an. Darum messen die Männer ständig nach. Wenn die Konstruktion nicht sauber verbaut ist, kann sie schnell ins Wanken geraten. Es wäre eine Katastrophe. Das Hantieren mit schweren Teilen ist immer gefährlich. Aber ich hoffe, alle passen gut auf. Die tonnenschwere Ladung wird später auf diesen orangefarbenen Schlitten abgestellt. Seilwinden ziehen dann die Ladung in den Flugzeugbauch. Jetzt fahren Mobilkrane vor. Verlademitarbeiter dirigieren sie in Position. Um den Abhitzekessel auf die Schienen zu heben, sind 2 Mobilkrane notwendig.
Einer allein könnte die 150 Tonnen nicht heben. Damit die Krane nicht umfallen, montieren die Arbeiter als nächstes Gegengewichte. Das dauert. Erst wenn alles genau austariert und gecheckt ist, sind die Krane einsatzbereit. An dem 30 Jahre alten Frachtflugzeug gibt es immer irgendetwas zu reparieren. Die Männer von Antonov Airlines sind auch darin Spezialisten. Kleinere und auch etwas größere Schäden können sie fast immer selbst beheben. Dafür benötigen sie allerdings gutes Werkzeug. Projektleiter Levgen Golovnov war im 30 Kilometer entfernten Baumarkt. Jetzt überrascht er die Crew mit einem nagelneuen Werkzeugset. Das sind alles Technikfreaks. Die freuen sich über gutes Werkzeug. Das beste Flugzeug braucht das beste Werkzeug. Heute gibt es ein Problem mit der Flugzeugtür. Die wird normalerweise mit einer elektrischen Drahtseilwinde zugezogen. Aber das Drahtseil ist gerissen und die Halterung in der Tür gebrochen. Das Team hat ein Ersatzdrahtseil dabei. Bei der Halterung müssen die Männer improvisieren. Hier ist Teamwork gefragt. Auch Projektleiter Levgen Golovnov greift zum Werkzeug. Nach 2 Stunden ist die Tür repariert. Rechtzeitig vor dem Abflug funktioniert die elektrische Seilwinde wieder. Das Team hat die Tür repariert. Jetzt müsste sie wieder funktionieren. Der Tieflader mit der Ladung setzt sich in Bewegung. Direkt vor dem Flugzeug ist zu wenig Platz zum Rangieren. Deshalb fährt der Truck einmal um die Antonov herum. Dabei zeigen sich die gigantischen Ausmaße des Riesenfliegers. Der Tieflader hält genau zwischen den beiden Kranen. Dann beginnen Arbeiter damit, die Stahlschäkel der Kranseile an den Transportbehälter zu befestigen. Nun heben ihn die Krane vorsichtig an. Die Herausforderung dabei? Die beiden Kranfahrer müssen die Fracht exakt gleichzeitig anheben. Ansonsten gerät die Ladung ins Ungleichgewicht und könnte außer Kontrolle geraten. Nachdem die Fracht sicher in der Luft hängt, kann der Tieflader darunter wegfahren. Die Männer sind Profis und arbeiten hochkonzentriert. Das Umsetzen auf die Schienen klappt reibungslos. Ganz sanft setzen die 150 Tonnen auf den Schlitten auf. Alles geschieht langsam und bedacht. Dennoch haben die Männer die Zeit im Nacken. Wir wollen heute natürlich so früh wie möglich fertig werden. Weil morgen geht es sehr früh los. Und da müssen wir ausgeschlafen sein. Jetzt muss das Team die Ladung auf dem Schienensystem sichern. Das geschieht mit Ketten und Stahlseilen. Erst wenn die Fracht ordentlich auf den Transportschlitten befestigt ist, können die beiden Krane loslassen. Das ist jetzt geschehen. Die Arbeiter entfernen nun die schweren Halterungen. An ihnen waren die Kranseile befestigt. Mit den Anbauten wäre der Abhitzekessel zu hoch
und würde nicht durch die Frachtluke der Antonov passen. Die Stahlseile, an denen die Ladung hängt, sind mit zwei Seilwinden verbunden. Die ziehen sie jetzt Zentimeter für Zentimeter in den riesigen Flugzeugbauch. Damit sich das Seil nicht nur einseitig aufwickelt, helfen die Männer nach. Auf Brettern stehend balancieren sie die Stahlseile sauber auf die Seilwinde. Zwei Männer heben außerdem die Stahlseile leicht an. So verhindern sie, dass sie sich an den Schienenelementen verhaken. Die Antonov-Crew ist angespannt. Wenn jetzt nichts schief geht, haben sie es gleich geschafft und können morgen planmäßig starten. Während der Stahlkoloss langsam im Flugzeug verschwindet, fangen die Männer draußen schon an, das Schienensystem abzubauen. Auch der Chef fasst mit an, obwohl sein Job als Projektleiter nach eigener Aussage bedeutet, nichts zu tun. Nichts heißt für mich nichts Spezielles. Ich versuche, den anderen zu helfen und sie zu unterstützen, wo es geht. Also im Grunde heißt nichts in Wirklichkeit eine ganze Menge. Levgen Golovnov ist selbst kein Pilot. Trotzdem kennt er die AN-225 in- und auswendig. Im Cockpit sitzen immer sechs Personen, Pilot und Co-Pilot. Dahinter zwei Flugingenieure auf der einen, ein Navigator und ein Funker auf der anderen Seite. Die jahrzehntealte sowjetische Technik funktioniert noch immer zuverlässig. Zwar wird sie ständig den neuesten Vorschriften angepasst, aber trotzdem bleibt vieles analog. Wir wollen so viel wie möglich selbst kontrollieren, weil das Flugzeug ist einzigartig. Und deshalb ist es umso wichtiger, selbst alles genau im Blick zu haben und das nicht Computern zu überlassen. Hinter dem Cockpit befindet sich der Aufenthaltsbereich für die Crew. Normalerweise gilt auch hier Gurtpflicht. Zudem hängen Seile an der Decke. Wenn man schnell nach hinten an die Technik muss, dann kann man sich hier festhalten. Unter den Tragflächen befindet sich das Herz der Antonov, die Technik. Hier gibt es keine Technikschränke. Sämtliche Kabel und Drähte liegen offen. Die Ingenieure können sie so schnell erreichen, ohne sich erst umständlich Zugang schaffen zu müssen. Und jetzt versuchen wir mal, in die Tragflächen zu klettern. Levgen Golovnov öffnet eine Luke und steigt in das Innere der Tragfläche. Hier verläuft die Steuermechanik. Die Piloten kontrollieren alles vom Cockpit aus mechanisch über Drahtseilwinden. Auch in diesem Bereich werden immer wieder einzelne Verschleißteile erneuert. Die tragenden Teile des Rumpfes sind aber noch Originalbaujahr 1988. Levgen Golovnov öffnet eine weitere Luke. Über die gelangt er auf das Dach der Antonov. Hier befinden sich Spuren der Vergangenheit. Auf diesen beiden Höckern wurde damals die Raumfähre Buran transportiert. Zwei starke hier vorne und noch mehrere kleine auf dem hinteren Teil des Flugzeugs. Eine weitere Besonderheit an der Konstruktion ist das Leitwerk. Im Gegensatz zu anderen Flugzeugen sitzt es nicht einzeln in der Mitte. Weil der Huckepack-Transport der Raumfähre starke Luftverwirbelungen verursacht hat, haben es die Konstrukteure nach außen versetzt. Als einziges Flugzeug auf der Welt verfügt die AN-225 über sechs sogenannte Mantelstromtriebwerke. Jedes einzelne leistet 230 kN Schub. Die Tragflächen müssen enorme Kräfte aushalten. Auch sie sind gigantisch. Zusammen haben sie eine Fläche von 900 Quadratmetern. Das entspricht einer Größe von zwei Basketballfeldern. Unten im Frachtraum ist der aufwendigste Teil des Projekts fürs Erste geschafft. Der Abhitzekessel ist eingeladen.
Jetzt sichert ihn die Crew mit schweren Ketten. Wenn die 150 Tonnen während des Fluges verrutschen, würde das höchstwahrscheinlich in einer Katastrophe enden. Dann werden die Einzelteile des Schienensystems verladen. Die Teile kommen mit nach Bolivien. Dort müssen die Männer am nächsten Morgen die Schienen wieder aufbauen, um das Flugzeug zu entladen. Zum Schluss wird noch aufgetankt. Zwei Flughafenmitarbeiter fahren mit einem Servicefahrzeug vor. Zunächst wird das Erdungskabel angeschlossen. Das Kerosin lagert in unterirdischen Tanks. Die Bodenöffnung markieren die Männer mit einer Fahne. Das Tankfahrzeug pumpt dann den Treibstoff in das Flugzeug. Die Tanks der Antonov fassen bis zu 350 Tonnen Kerosin. Für den verhältnismäßig kurzen Flug von Chile ins Nachbarland Bolivien reichen jedoch 30 Tonnen. Nach 15 Minuten ist das Auftanken beendet. Die Antonov zieht ihre Laderampe ein. Und einer der Bordmechaniker schließt die riesige Bugklappe. Das Beladen des Riesenfliegers ist erledigt. Die Männer machen Feierabend. Am nächsten Morgen geht es früh los. Bereits um 4 Uhr ist die Antonov-Crew wieder am Flughafen. Die letzten Vorbereitungen vor dem Flug. Im Cockpit fahren die Flugingenieure die Systeme hoch. Draußen auf dem Rollfeld bringt sich der Pushtruck in Position. Er schiebt das Flugzeug später aus seiner Parkposition hinaus in Richtung Startbahn. Die Schubstange wird an den beiden Bugfahrwerken befestigt. Die Crew muss einige Zeit rütteln, bis sie richtig sitzt. Dann sichern sie die Stange mit Bolzen. Den Pushtruck hat die Crew extra aus Kiew mitgebracht. Denn die hier am Flughafen vorhandenen Fahrzeuge sind zu schwach für das größte Flugzeug der Welt. Im Frachtraum bringt Projektleiter Levgen Golovnov an der Ladung einen Sensor an. Damit messen wir die G-Kräfte an der Fracht während des Fluges und während Start und Landung. Der Abhitzekessel sieht zwar sehr robust aus, aber er beinhaltet empfindliche Technik. Deshalb werden die Kräfte, die während des Transports auf ihn wirken, mit einem Laptop dokumentiert. Die Piloten treffen ein. Der Chefpilot trägt zufälligerweise den gleichen Namen wie sein Flugzeug, Dmitro Antonov. Nur 6 Piloten bei Antonov Airlines dürfen dieses Flugzeug fliegen. An Bord sind immer 2 Pilotenteams, die sich jeweils abwechseln. Wie immer gehen die Piloten vor jedem Flug einmal um das Flugzeug herum und begutachten die wichtigsten Bauteile. Mit der Taschenlampe untersuchen sie die Triebwerke und Tragflächen, Bugklappe, Fahrwerk und Leitwerk. Bei diesem Riesenflieger dauert das etwas länger. Denn beim Umrunden des Flugzeugs legt man etwa 250 Meter zurück.
Keine Beanstandungen, keine Beschädigungen. Gleich kann es losgehen. Im Frachtraum checkt ein Mechaniker noch einmal, ob die 150-Tonnen-Ladung ordentlich gesichert ist. Und Projektleiter Levgen Golovnov überprüft die Frachtpapiere. Die sind soweit vollständig. Im Cockpit sind die Startvorbereitungen abgeschlossen. Der zweite Pilot, Viktor Goncharov, wird die Maschine heute nach Bolivien fliegen. Draußen auf dem Rollfeld entfernen die Männer die Bremsklötze vor den Reifen und ziehen die Schutzüberzieher von den Sensoren. Dann kann der Pushtruck mit seinen 448 PS den Riesen aus seiner Parkposition manövrieren. Die 6 Triebwerke darf das Flugzeug erst auf der Startbahn anlassen, eine Vorgabe des Flughafens. Deshalb schiebt der Pushtruck die AN-225 über das gesamte Vorfeld. Die Crew begleitet ihr Flugzeug über die gesamte Strecke. Die Männer passen genau auf, dass keine Kleinteile auf dem Boden liegen, die die Reifen beschädigen können. Das Cockpit ist zu hoch. Von hier aus können die Piloten das nicht erkennen. Erst recht nicht bei Dunkelheit. Sechs Triebwerke. Jedes einzelne liefert 230 Kilonewton Schub. Die enorme Kraft der Triebwerke lässt das Flugzeug zittern. Es dauert 4 Minuten, bis die Triebwerke auf Temperatur sind. Dann geben die Piloten vollen Schub. Die Antonov 225 mit ihrer wertvollen 150 Tonnen Fracht hebt ab in Richtung Bolivien. Tagesanbruch in Bolivien. Der Flughafen von Chimoré liegt mitten im Dschungel. Normalerweise landen hier nur kleine Sportflugzeuge. Heute bereiten sich die wenigen Flughafenangestellten auf etwas ganz Besonderes vor. Denn sie erwarten gleich die Landung des größten Flugzeugs der Welt. Alles ist vorbereitet. Die Krane für das Entladen der Maschine stehen schon bereit. Auch die Flughafenfeuerwehr bringt sich sicherheitshalber in Position. Dann schwebt die riesige Maschine ein. Kapitän Viktor Goncharov manövriert die Maschine sicher über die Baumwipfel. Im schwülwarmen Morgenklima zieht die Antonov dicke Kondensstreifen hinter sich her. Die Landebahn des Urwaldflughafens ist mit ihren 4000 Metern Länge gerade mal lang genug. Am Ende der Bahn wendet Viktor Goncharov die Maschine und rollt zur Parkposition.
Die Antonov 225 ist angekommen mitten im bolivianischen Dschungel. Dann muss es schnell gehen. Als erstes sichern die Männer das Flugzeug mit schweren Bremsklötzen gegen Wegrollen. Schon in weniger als 8 Stunden soll die Antonov wieder abheben, wenn alles klappt. Viel Verzug darf es nicht geben, denn hier wird es schon am späten Nachmittag dunkel. Und auf dem Dschungelflughafen gilt dann ein Start- und Landeverbot. Ein Mechaniker geht einmal um das Flugzeug herum und untersucht es auf mögliche Schäden. Die Cockpit-Crew geht von Bord. Kapitän Dimitro Antonov und seine Kollegen haben jetzt erst einmal frei. Sie werden den Tag in einem Hotel in der Nähe verbringen. Währenddessen öffnet ein Arbeiter die Bugklappe. Und die Antonov geht wieder in die Knie. Danach fährt die Rampe aus. Dann lädt ein Gabelstapler die ersten Teile für das Schienensystem aus dem Flugzeugbauch. Die Männer legen sich gewaltig ins Zeug. Der Zeitplan ist eng. Projektleiter Levgen Golovnov geht es nicht schnell genug. Er übernimmt den Gabelstapler. Im Frachtraum lösen die Arbeiter in der Zwischenzeit die schweren Ketten am Transportbehälter. Das Team ist eingespielt. Alle arbeiten schnell, aber trotzdem konzentriert. Sie wissen, einen Fehler können sie sich auch beim Ausladen nicht erlauben. Rund 1,5 Stunden ist das Schienensystem einsatzbereit. Wir liegen gut in der Zeit. Normalerweise dauert es 2 Stunden, das Schienensystem aufzubauen. Aber wir haben eine echt gute Mannschaft. Und deshalb steht das System heute schon nach nur 1,5 Stunden. Nun bringen sich wieder 2 große Mobilkrane in Position. Dann kommt der Tieflader und wird an das Flugzeug herangefahren. Mit diesem Gefährt soll der Abhitzekessel später zur Baustelle gebracht werden. Aber noch hat er die Gegengewichte für die Mobilkrane geladen. Jetzt lässt die Antonov-Crew die Fracht langsam aus dem Flugzeugbauch herausgleiten. Zentimeter für Zentimeter bewegen sich die 150 Tonnen auf den Schienen nach draußen. Währenddessen drehen die Krane ihre Ausleger vorsichtig in Richtung Flugzeug. Die Ladung ist am Ende des Schienenstrangs angekommen. Die Arbeiter befestigen die Kranseile an der Fracht. Gleich sollen die 150 Tonnen wieder an nur 2 Kranhaken hängen. Ein riskantes Manöver. Das weiß auch Levgen Golovnov. Er will auf Nummer sicher gehen. Höchstpersönlich weist er die Kranfahrer ein. Nur ein kleiner Fehler und das Flugzeug samt Fracht könnten ernsthaft beschädigt werden. Als Projektleiter ist er verantwortlich für das sichere Ein- und Ausladen. Die Ladung hängt jetzt in der Luft. Damit ist der Transportauftrag für Levgen Golovnov erledigt. Die
Verantwortung für die Fracht liegt von nun an beim Kunden. Jetzt lasse ich mir die Empfangsbestätigung unterschreiben. Wie ein überdimensionaler Paketzusteller lässt sich auch Antonov Airlines die Übergabe der 150 Tonnen Fracht quittieren. Der Kunde ist zufrieden. Die Antonov Crew hat das Paket ordnungsgemäß ausgeliefert. In der Zwischenzeit hieven die Krane die Fracht auf den Tieflader. Alles ist gut gegangen. Die Fracht steht sicher auf dem Hänger. Und jetzt muss wieder alles ganz schnell gehen. Die Flugzeugmannschaft beginnt, das Schienensystem wieder zurückzubauen und im Flugzeug zu verstauen. In wenigen Stunden geht die Sonne unter. Dann darf die Antonov nicht mehr starten. Denn auf dem Dschungelflughafen in Bolivien herrscht Nachtflugverbot. Projektleiter Levgen Golovnov fasst wieder selbst mit an. Er fährt den Gabelstapler. Für die Menschen in Bolivien ist das Riesenflugzeug eine Sensation. Aus den umliegenden Dörfern kommen sie mit Kind und Kegel und Hund. Auch wenn der Zeitplan eng ist, für ein paar Fotos mit Schaulustigen nimmt sich die Crew immer Zeit. Alles ist eingeladen und sicher verstaut. Jetzt kann die Rampe eingefahren und die riesige Bugklappe geschlossen werden. Dem pünktlichen Rückflug steht jetzt eigentlich nichts mehr im Wege. Aber Levgen Golovnov ist nervös. Die Maschine ist startklar. Nur die Cockpit-Crew rund um Chefpilot Dimitro Antonov ist noch nicht eingetroffen. Und sie ist nicht erreichbar. Das Handynetz hier im Dschungel ist schlecht. Endlich tauchen die Männer auf. Es hatte Verzögerungen mit dem Hotel-Shuttle gegeben. In der Zwischenzeit haben bolivianische Drogenfahnder mit einem Hund das Flugzeug durchsucht. Auch das Gepäck der Cockpitbesatzung beschnüffelt der vierbeinige Kollege. Drogenschmuggel ist ein großes Problem in Südamerika. Deshalb machen die Fahnder auch beim größten Flugzeug der Welt keine Ausnahme. Alles ist sauber. Jetzt dürfen auch die Piloten und Bordingenieure einsteigen. Letzte Flugvorbereitungen im Cockpit. Alle Systeme werden hochgefahren und gecheckt. Die Crew ist jetzt äußerst angespannt. Als letzter Mann geht Levgen Golovnov an Bord. Hinten im Flugzeug nehmen die Mechaniker ihre Plätze ein. Dann rollt die Maschine von ihrer Parkposition in Richtung Startbahn. Dabei wirbeln die sechs Triebwerke jede Menge Staub auf. Auf dem Weg lässt Kapitän Dimitro Antonov die Triebwerke nach und nach warm laufen. Ihre Kraft lässt die gesamte Maschine stark vibrieren. Einen Taxiway gibt es auf dem Dschungelflughafen nicht. Deshalb muss die Maschine auf der Startbahn wenden. Es geht los. Die Antonov 225 erhält ihre Startfreigabe. Kapitän Dimitro Antonov gibt auf alle sechs Triebwerke vollen Schub. Der Riesenflieger hebt ab. Jetzt geht es zurück nach Chile.
kurzen Flug nutzen die Arbeiter zum Ausruhen. Seit 3 Uhr morgens sind sie auf den Beinen. In der Kabine wird es ruhig. Währenddessen überfliegt die Antonov wieder die 6500 Meter hohen Berge der Anden. Durch dieses Gebirge verläuft die Grenze zwischen Bolivien und Chile. Nach knapp 1,5 Stunden beginnt Kapitän Dimitro Antonov den Landeanflug auf den Flughafen von Iquique. Der kleine Flughafen liegt direkt am Pazifik. Auf der Landseite ist er von der Atacama-Wüste umgeben. Landet der Pilot seiner Maschine mit der zum Teil Jahrzehnte alten sowjetischen Technik immer wieder ein kleiner Kraftakt. Das Riesenflugzeug ist zurück am Ausgangsflughafen. Die AN-225 hat wieder Luftfahrtgeschichte geschrieben. Die Besatzung mit Ausdauer, Präzision und Erfahrung die tonnenschwere Ladung an den Zielort befördert. Die Antonov 225 war ein technisches Meisterwerk. Angetrieben von 6 Triebwerken und beladen mit hunderten Tonnen Material, ist das Flugzeug unzählige Male um die Erde geflogen. Diese Geschichte ist jetzt zu Ende. Die Trümmer am früheren Heimatflughafen Gostomel werden nicht mehr zusammengefügt werden. Die Zerstörung ist zu groß. Aber die Antonov 225, Spitzname im Jahr, der Traum, wird wohl ewig als der Gigant der Lüfte in Erinnerung bleiben.